Deutschland hat ein neues Supertalent gecastet, habe ich gelesen. Und es ist ein Hund. Wundert mich nicht. Hunde werden unterschätzt. Man hat auch noch nie gehört, dass sich ein Hund ein Herrchen gesucht hat. Er braucht eigentlich keins. Nur das, was er aus Gewohnheit hat. Aber Hundehalter brauchen Hunde, damit jemand mit Talent im Haus ist. Ich finde, auch bei den anderen Castingshows mit Superstars und Popstars hat man auf die falsche Spezies gesetzt. Man sollte nur noch Hunde in die Show einladen. Denen muss man nicht noch extra ein Image für die Vermarktung aufdrücken. Die Dog-Groups würden sich stärker unterscheiden als die Boy-Groups. Die Branche kann wieder hoffen. Morgen geht's weiter.